Das geht hier an meine Kumpels von Deutschland, Mainz, 50 North. Hier sind wir in den Tropen, Costa Rica, um genauer zu sein. Nachmittags hat gerade richtig doll geregnet. Das ist halt ein tropisches Wald. Und hier habe ich eure Hemd, um hier durchzulaufen, damit die Welt euch kennenlernt. So, jetzt nochmal zurück zum Thema Costa Rica, tropische Wälder. Also wir sind hier heute in Rio Celeste, das ist ein Nationalpark, irgendwo im Norden des Landes, das spielt keine Rolle. Heißt Rio Celeste, Rio heißt Fluss und Celeste heißt Türkis, weil das ist ein Fluss oder beziehungsweise zwei Flüsse, die halt irgendwo oben, was wir gleich gucken, sich zusammenmischen und durch das Licht wird das Ganze total blau beziehungsweise Türkis. Also kommt mal mit und ich zeige euch, wie das aussieht. Das ist hier eigentlich, es gibt verschiedene Stellen und das ist hier eine Stelle jetzt. Tada! Ich nehme jetzt die Kamera und dann zeige ich euch hier. Sieht man wahrscheinlich nicht so blau im Moment, weil es vorher ein bisschen geregnet hat. Aber wir laufen weiter oben und da sieht man eigentlich das noch besser. So. Was ich nicht gesagt habe, ist das Tenorio oder dieses Nationalpark ist eigentlich ein Vulkan. Es gibt sogar drei Vulkane, eins ist aktiv und hier unten sieht man das Wasser, da unten. Also das ist ein Teil von der Fluss, was ich erwähnt habe. Und da unten sieht man, wie das Wasser kocht. Und hier riecht es richtig stark nach Schwefel, heißt das auf Deutsch. Da ist es. Hier für die Leute, Made in Mainz, Ben CrossFit, 50 North, auch in den Tropen. Das ist ganz typisch in Costa Rica, Hängebrücken, also damit ihr weiß Bescheid, wenn ihr kommt, das ist auf jeden Fall eine Sache, was man hier machen muss. Kommen sowieso, also Costa Rica ist gerade nicht richtig flach, also wir haben richtig viele Berge. Und Hängebrücken, das ist ja klein, aber sonst gibt es Costa Rica weit ganz schön viele. Nachdem wir schon ein paar hübsche Stellen angeguckt haben, viele Leute, das ist eigentlich das beste Teil, das ist ein Wasserfall, ich bin ziemlich weit oben. Da sieht man unten die Treppen, da kann man mit der Runde laufen. Und wenn der Wasserfall hier so richtig gut aus. So, der Wald kann man sich auch angucken. Richtig schön aus. Schwimmen kann man hier leider nicht, aber Rio Celeste, Umgebung, Wasserfall, Teñideros, La Poza, der Wald, die Wege an sich. Ist auf jeden Fall wunderschön. Nochmal eine Stelle und hier sieht das richtig cool aus. Schau mal, Leute. Das gehört hierher, Rio Celeste. Da ist das Wasser richtig, richtig cool. Blau. Hier sind wir jetzt angekommen, wo, oder zu dieser Stelle, wo die zwei Flüsse, was ich gesagt habe, zusammenkommen und ich kann euch hier gerne kurz mal lesen und hier steht why the blue color is formed. So, the particular color of Rio Celeste appears at the point known as Teñidero. Teñidero is where the zwei Flüsse zusammenkommen. The coloration is formed by the mixing of two colored affluents, Rio Buena Vista, they come from da oben, gucken wir gleich, and Rio Quebrada Agria, they come from the other side. The pH change, acidity, in the mixing point increases the particle size of a mineral present in Rio Buena Vista, the one coming from top. The minerals known as aluminosilicates, which are basically formed by aluminum, silicon, and oxygen, increases the size, its size from 184 nanometers to 570 nanometers. A fraction of this mineral reaches the bottom of the river and it can be seen
as a white sediment. So the white sediment, I will show you in a couple of minutes. Whereas the majority of these minerals actually remain suspended along the river, along the water. So the minerals remain in suspension explains the sky blue color of the river. Suspended mineral particles scatter sunlight similarly as when the raindrops form a rainbow. So it's basically das sind quasi Mineralien, die halt zusammen hier sich mischen lassen. Und wenn das Licht von oben kommt, vor allem heute, nachdem es so stark geregnet hat, die Sonne ist rausgekommen. Also sage ich euch jetzt, denn, wie das genau aussieht. Also erstmal hier oben haben wir Rio Buena Vista. Das ist so ganz normales Wasser, sagen wir so, durchsichtig. Okay. Denn gegenüber sehen wir da vorne noch ein Flusschen rauskommen. Das ist Quebrada Agria. Da passiert diese Mischung. Da sieht man die Sedimente unten am Boden, das Weiße. Und dann, als es weiter runter geht, haben wir ja die perfekte Mischung, wo das Licht, wie gesagt, durch diese Mineralien, das ganze Wasser so diese blaue Tone gibt. So sieht das aus. Und ich zeige euch hier auch noch mal so ein bisschen die Gegend. Da sind wir rausgekommen und das ist auch das Ende des Videos. Ich bedanke mich auch bei euch. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich bis demnächst. Entweder in Mainz beim CrossFit oder in Costa Rica. Wer weiß, gell? Also, ciao.